Herzlich willkommen zum Tutorial der ersten Online-Theoriestunde der Jugendmusikschule Bad Säckingen mit der Gabi und der Birgit. Die Themen sind die Notenschrift, die Tonhöhen und ihre Längen. Und starten wird die Gabi mit der Notenschrift. Viel Spaß! Ja, dann werden wir gleich mal starten. Und zwar habe ich zuerst mal eine Frage. Was war denn zuerst da, Birgit? Die Musik oder die Notenschrift? Was denkst du? Ich glaube, es war die Musik. Genau, ich denke auch, es war die Musik. Weil Musik konnten die Leute ja schon ganz, ganz lange machen, bevor sie überhaupt schreiben konnten. Schwierig war dann nur, wie gibt man das weiter? Und da hatten die ganz, ganz viele Versuche. Ich gehe jetzt mal auf ein paar Versuche ein. Da haben die eine Schrift erfunden. Die sah ungefähr so aus. Das waren dann so Zeichen. Da wusste man aber noch nicht, sind es jetzt hohe Töne, tiefe Töne? Wo fängt denn der Ton an? Wie lang sind die Töne? Dann hatten die schon erfunden, dass man da Notenlinien machen kann und haben dann so Zeichen in Notenlinien reingeschrieben. Da wusste man aber dann auch noch nicht, wie lang sind die Töne. Dann haben sie sich entschlossen, okay, wir machen jetzt so Quadrate in diese Notenlinien, dann sieht man schon die Tonhöhe. Und wenn wir die so ein bisschen auseinanderschreiben, dann sieht man ja auch, wie lang ist der Ton. Und damals gab es eben dann noch nicht so viele Druckereien und da mussten die Noten von Hand schreiben. Und dann gab es aber große Gruppen und da haben sie dann gedacht, ja, wir schreiben ein großes Blatt, da können vielleicht 5 oder 10 Leute reingucken. Haben sie also riesengroße Blätter geschrieben und dann wurden die auch schon ein bisschen faul und haben dann gedacht, ja, die Quadrate müssen wir ja nicht immer ausmalen, das waren ja dann auch große Quadrate. Und dann haben die eben die Quadrate nur noch so als Rand gemalt und daraus sieht man schon, da ist schon entstanden, was wir auch haben. Wir haben also angemalte Noten und wir haben Noten, die eben nicht angemalt sind. Das entstand schon aus dieser Zeit. Dann sah es später mal so aus. Das erinnert schon so ein bisschen an unsere Notenschrift, die wir heute haben. Und unsere Notenschrift heute, die hat bei uns 5 Notenlinien. Und da wähle ich jetzt mal einen Ton. Ah, genau, 5 Notenlinien. Und die Töne, die heißen bei uns C, D, E, F, G, A, H, C. Das erinnert mich so ein bisschen ans Alphabet. Das hat man ja da auch übernommen. Ihr habt sicher schon mal das Alphabet, das ABC in der Schule gelernt. A, B, C, D, E, F, G. Dann fängt es wieder bei A an. Aber ein Ton stimmt nicht. Birgit, einer stimmt doch nicht. Der zweite, das ist ein H und kein B. Genau. Falsch. Genau in der Linie. Wir haben hier ein B im Alphabet. Und bei uns in Deutschland, da sagt man zu dem Ton H eben, zu dem Ton B, sagt man eben in Deutschland in der Musik, sagt man da H. An anderen Orten in der Welt sagt man tatsächlich B dazu. Also wundert euch nicht, wenn ihr mal in Amerika seid zum Beispiel, wenn das da tatsächlich B heißt, dieser Ton. Und so sieht es dann aus in der Notenlinie. Und zwar haben wir hier Töne. Jetzt will ich aber noch mal zurück auf was anderes. Moment. Bei den Notenlinien habe ich noch was vor. Da will ich euch noch was reinmalen. Einen Ton. Oh, jetzt bin ich an der falschen Stelle. Moment. Muss erst stoppen. Ja, bei der Notenlinie will ich euch noch was reinmalen. Einen Ton. Und zwar einen Ton. Da sollst du mal gucken, was das für ein Ton ist. Der sieht so aus. Birgit, was für ein Ton ist denn das? Ich höre dich jetzt nicht, du musst es... Wenn ich jetzt als Trompeter denke, dann ist es ein A. Wenn ich aber jetzt in der Klavier denke, könnte es auch ein C sein. Genau. Das liegt nämlich daran, dass wir hier jetzt auch noch vorne reinschreiben müssen, mit was spielen wir denn, welchen Notenschlüssel benutzen wir. Und hier, wenn wir den Ton A nehmen, dann benutzen wir einen Notenschlüssel, der heißt Violinschlüssel oder G-Schlüssel, weil er hier auf der G-Linie anfängt. Ich male den mal rein, den kennen sicher schon viele. Das ist der Violinschlüssel oder G-Schlüssel. Dann heißt der Ton A. Wenn wir aber jetzt ein anderes Instrument spielen,
zum Beispiel auch Posaune oder Tuba, dann gibt es diesen Notenschlüssel. Und das ist der Bassschlüssel. Dort heißt der Ton C. Genau, jetzt mache ich das wieder weg. Und wir gehen ein Stück weiter. Da waren wir schon. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie die Töne reingeschrieben werden. Und zwar beim Violinschlüssel, da ist es C hier unten und hat einen Hilfsstrich. Ich habe euch die Töne auch hier. Genau, und das D, das ist dann zwischen der Linie. Das E ist wieder auf dem Strich drauf, das F wieder zwischen der Linie. Die Noten, die wandern also so eine Leiter, eine richtige Leiter hoch, immer auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie. Ihr seht es auch im Bassschlüssel, da fängt das C einfach an einer anderen Stelle an und geht aber auch zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie. So schreibt man die Töne dann rein. Und jetzt habe ich ein kleines Spiel. Da kann man jetzt mal gucken, wie, wenn man jetzt die Töne hinschreibt, dann gibt es, wenn man die Töne dann verbindet, gibt es ein Tier. Was für ein Tier würde da rauskommen? Die Birgit, die versucht es gerade mal zu lösen. Also der erste Ton ist ein A. Das zweite lese ich als F. Das ist auch, obwohl es anders aussieht. Und ein E. Der Affe. Genau, der Affe. Jetzt sieht man aber schon, dass es manche Fs gibt. Beim F sieht man es ganz gut. Manche Fs sind ganz tief und manche sind ganz hoch. Und wenn jetzt dein Lehrer zu dir sagt, spiel mal ein F, dann weißt du ja gar nicht, welches F du spielen sollst. Und deswegen gibt es auch dazu eine Oktavbezeichnung, nennt man das. Man bezeichnet also den Ton dann genauso, wie er sein soll. Und das gucken wir uns jetzt hier an. Wir gucken uns zuerst mal den Ton C an. Beim Bassschlüssel und beim Violinschlüssel. Ihr seht mal, da ist es, das sieht schon so ähnlich aus. Gell? Das sieht nur so gespiegelt aus. Da ist es das C. Und dann geht es von dort aus weiter. Und bis zum H nennt man das dann die eingestrichene Oktave. Und das schreibt man dann mit Kleinbuchstaben C1 bis H1. Genauso im Bassschlüssel. Dann geht es weiter. Jetzt kommt das nächste C. Man macht es immer ab C, fängt wieder eine neue Oktavbezeichnung an. Das nächste C, ganz klar, die nächste Oktavbeschreibung, das ist das zweigestrichene C. Das geht dann von C2 bis H2. Genauso im Bassschlüssel. Und dann geht es halt so weiter. C3 bis H3. Wenn man jetzt weiter unten guckt, seht ihr schon, beim Bassschlüssel habe ich es schon hingeschrieben, dann lässt man einfach die 1 weg. Das ist die kleine Oktave. Genauso im Violinschlüssel. Wenn man noch weiter nach unten geht, dann ist es die große Oktave. Deswegen auch groß geschrieben. Ihr müsst also ganz gut aufpassen. Klein geschrieben, groß geschrieben, dass ihr das richtig macht. Und wenn man noch weiter runter geht, kriegt die halt wieder eine 1 und das nennt man dann die Kontraoktave. Genau, so viel zum Thema Notenschrift, was die Tonhöhe anbelangt. Und jetzt kommt die Birgit dran und die macht mit euch das, was die Tonlänge anbelangt. Ganz genau. Ich schaue mit euch an die Noten und ihre Länge. Und zwar, genau, habe ich hier schon mal vorbereitet. Da seht ihr, was es alles für Noten gibt. Und die Note, könnt ihr sehen, die besteht jetzt immer aus einem sogenannten Notenkopf. Das ist der Böppel. Und einem Hals, ja, der lange Strich. Und dann gibt es immer mal noch Balken oben drüber. Also die erste Note, da gibt es nur einen Notenkopf und der ist nicht ausgemalt. Das ist die ganze Note und die ist 4 Schläge lang. Dann das nächste, das ist die halbe Note. Die ist dann nur noch 2 Schläge lang und die hat unten den gleichen Kopf
wie die ganze, aber eben den Hals mit dran. Dann haben wir das nächste, die sind wieder ein bisschen kürzer, die sind genau einen Schlag lang. Die haben jetzt zwar den Hals, aber den ausgemalten Hof. Gibt es als nächstes die Noten. Die sind halt wie die Viertel. Da möchte ich eines dazu zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt so eine Note male, könnte die so aussehen. Kein so schöner Notenkopf, aber Kopf, Hals und dann eines hinten dran. Ja, das gibt es auch. Aber wenn ich mehrere Achtel zusammen habe, verbinde ich die mit so einem Balken. Ja, und die ist eben einen halben Schlag lang. Also man sagt dann auch doppelt so schnell wie die Viertel. Und nochmal schnelle Noten. Das sind die Sechzehntelnoten und das sind dann, also die sieht man dann hier, die haben dann oben zwei Balken drüber. Jetzt versuche ich das mal nochmal schöner zu malen. Hier einen, den Notenkopf, den Notenhals und die Sechzehntel hat dann zwei Fähnchen. Oh, die ist ein bisschen schöner wie die Achtel. Genau, so könnte die Sechzehntelnote, wenn sie alleine steht, auch aussehen. Wunderbar, machen wir das wieder weg. Gehen weiter, weil wir haben in der Musik ja nicht nur Töne, die wir spielen müssen, sondern genauso gibt es die Pausen. Musik besteht immer auch aus Pausen. Und die gucken wir uns auch noch an. Da gibt es zu jeder Notenlänge auch eine Pause. Die ganze Pause, die jetzt auch vier Schläge ist, wie die ganze Note, die hängt an der Linie. Die halbe Pause, zwei Schläge, die liegt auf der Linie. Ja? Dann gibt es die Viertelpause. Die sind so ein bisschen geschwungen und sind einen Schlag. Die Achtelpausen sieht ein bisschen aus wie so eine 7 ohne Strich dazwischen. Ne? Das ist der halbe Schlag und die Sechzehntelpause genauso schnell wie die Sechzehntelnoten. Die haben dann zwei Fähnchen nach vorne. Ganz genau. Und jetzt habe ich noch was, weil wir brauchen ja nicht immer nur vier oder zwei Schläge, sondern es kann auch mal drei brauchen oder sechs. Und da haben wir den Punkt hinter der Note. Da habe ich da oben was hingeschrieben. Und zwar, das ist so wie ein kleiner Merkspruch. Der Punkt hinter der Note verlängert die Note um die Hälfte ihres Wertes. Was das bedeutet, gucken wir uns jetzt an. Das erste hier ist eigentlich eine ganze Note, die vier Schläge lang ist. Das habe ich euch hier auch nochmal gezeigt. Und jetzt kommt die Hälfte dazu, also zwei Schläge. Sieht dann quasi so aus, die halbe. Und somit habe ich sechs Schläge. Also die Note muss ich bis sechs zählen, wenn ich die spiele. Das nächste, das ist die, die uns meistens als erstes begegnet, die halbe mit dem Punkt dahinter. Die halbe hat eigentlich zwei Schläge, geteilt durch zwei ist eins. Also hier haben wir auch noch Mathe mit dabei. Und die ist dann drei Schläge lang insgesamt. Könnt ihr hier sehen, wie das zusammenhängt. Das gleiche habe ich euch auch noch für die Viertel vorbereitet. Der Punkt hinter einer Viertel hängt dann eine Achtelnote an. Also ist sie eineinhalb Schläge lang und seht ihr auch die Pause dazu, da kann man auch hinter den Pausen den Punkt machen. Und bei der Achtelnote wird eine Sechzehntelnote angehängt, sieht dann so aus. Man kann den Punkt auch noch hinter einer Sechzehntel machen oder hinter einer 32. oder was es nicht alles gibt. Aber das sind so die gängigen Notenlängen. Und um das auch ein bisschen zu
verankern, sage ich mal, habe ich hier noch eine Rhythmusübung für euch. Und könnt ihr jetzt mitmachen, kannst du jetzt mitmachen zu Hause. Ich spreche den Rhythmus vor und du kannst ihn auch entweder nachsprechen oder nachklatschen. Die Gabi, glaube ich, die klatscht ihn mit. Aha, aber leise, weil es mit der Verzögerung sonst nicht geht. Also start mal los. Ich zähle immer vier voraus, dann mache ich den Rhythmus vor und dann bist du dran. Also, 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Ta, ti, ti, ta, ta. Ta, ta, o, ta. Ta, tim, ta, ta. Ta, ti, ta, ta. Ganz genau, wunderbar. Da siehst du auch schon die verschiedenen Rhythmen, was es alles gibt, auch mit der Punktierung mit drin, Achtelpunktierung, Viertelpunktierung. Und jetzt habe ich aber noch eine zweite Rhythmusübung mit ein bisschen schwierigeren, kniffligeren Rhythmen. Und die machen wir auch noch genauso. Das ist quasi die fortgeschrittenen Variante. Bereit machen und los geht's. 1, 2, 3, 4. Tim, ke, ticke, ticke, ta, ta. Ti, ta, ti, ta, ta. Ta, ta, o, a. Ta, o, a, o. Ticke, ticke, ta, ti, ti, ta. Ganz genau. Vielleicht fragst du dich jetzt, wieso deine ganze Note dabei ist bei der Profi-Version. Aber es ist nicht einfach, während man den Ton spielt, genau im Rhythmus mitzuzählen. Das heißt, das ist mit eigentlich was Schwieriges, einen langen Ton auch genau die Zeit auszuhalten, die es braucht. Genau. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Tutorials von der ersten Online-Theoriestunde und wünschen euch jetzt eine ganz gute Zeit, wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Kurs oder zum nächsten Tutorial. Eure Gabi und Birgit. Tschüss. Tschüss.